Wenn dein iPhone nicht mehr den ganzen Tag durchhält und du es ständig laden musst, ist vielleicht der Akku defekt. Wie du diesen austauschen kannst, zeige ich dir in dieser Anleitung. Wenn du direkt zum ersten Schritt der Anleitung springen möchtest, klicke auf die eingeblendete Anmerkung. Unten in der Infobox findest du auch Sprungmarken zu allen einzelnen Schritten. Für die Reparatur solltest du etwa 30 Minuten einplanen. Und sie ist etwas schwieriger, da das Display so stark verklebt ist. Das folgende Werkzeug benötigst du: ein Pentalobe-Schraubendreher, ein Phillips-Schraubendreher, ein Tripoint-Schraubendreher, einen Saugnapf, ein Plektrum, eine Pinzette, einen Stahlspatel und einen Spatscher. Außerdem benötigst du noch einen Heißluftföhn, da das Display so stark verklebt ist. Die genannten Werkzeuge zusammen mit dem Ersatzteil findest du in unserem Reparaturset. Solltest du an einer Stelle nicht weiterkommen, nutze die bebilderte Anleitung auf unserer Internetseite. Dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentalobe-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich möchte jetzt das Display des iPhone 7 Plus öffnen. Dafür muss ich natürlich mit der Heißluftpistole den Klebstoff erwärmen, damit dieser leichter zu lösen ist. Vor dem Öffnen des Displays muss ich noch ganz stark beachten, dass auf der Seite Kabel sind. Da darf ich also mit dem Plektrum nicht zu stark unter das Display stechen, und hier oben ist das Display wie gewohnt eingehakt. Auch wenn es nach rechts aufgeklappt wird, muss ich das Display erst ganz seitlich lösen, dann etwas runterziehen und dann aufklappen. Ich setze jetzt also den Saugnapf am unteren Ende des Displays an, ziehe daran und versuche gleichzeitig mit dem Plektrum zwischen Display und Gehäuse zu kommen. Das geht hier bei dem iPhone 7 Plus etwas schwerer, weil man einen stärkeren Klebstoff benutzt als vorher bei den anderen iPhone-Modellen. Dennoch ist es keine unlösbare Aufgabe. Man muss einfach nur das Plektrum am gesamten Display entlang führen. Jetzt aber nicht so wie gewohnt bei den anderen vorherigen iPhones aufklappen, sondern hier oben noch weiter lösen und Display etwas, weil es hier oben an der Ecke eingehakt ist, etwas nach unten schieben. Das ganze Display ist jetzt gelöst und ich kann, nachdem ich den Saugnapf entfernt habe, das Display aufklappen, das dann etwas so hinlegen, dass es halb auf dem Rand liegt, damit die Kabel nicht beim Umklappen zerreißen. Und dann kann ich es aber schön aufklappen. Ich möchte jetzt das Display lösen und dafür muss ich bei diesen vier Tripoint-Schrauben beginnen, die das Blech halten, unter dem die Kontakte liegen. Wenn dann die Schrauben lose sind, kann ich das Blech einfach abheben. Ich löse jetzt die folgenden Kontakte. Ich beginne mit dem Akku, um bei der Reparatur Kurzschlüsse oder Schäden durch Kurzschlüsse zu vermeiden. Danach löse ich den Displayanschluss für Touchscreen und wie gesagt Display. Und als letztes löse ich den Kontakt für den Homebutton. Danach muss ich jetzt noch den Kontakt für die Hörmuschel und Frontkamera freilegen, damit auch das Display wirklich komplett entfernt werden kann. Diese Kontakte sind wieder mit drei Tripoint-Schrauben und einem Blech gesichert. Sind die Schrauben gelöst, kann ich das Blech ganz einfach entfernen. Jetzt ist der Kontakt auch freigelegt und ich trenne diesen mit dem Spatscher vorsichtig von der Platine. Als nächstes entferne ich dann das Display komplett. Der Akku ist mit insgesamt drei Klebestreifen im Gehäuse eingeklebt, deren Enden hier auf der Oberseite des Akkus zu sehen sind. Um die Klebestreifen ziehen zu können, entferne ich zuvor die Taptic Engine und dieses Kunststoffteil, unter dem der Anschluss für die Taptic Engine liegt.
Ist der Kontakt der Taptic Engine freigelegt, löse ich diesen vorsichtig mit dem Spudger. Die Taptic Engine ist insgesamt mit 3 Phillips-Schrauben im Gehäuse gesichert. Nachdem die Schrauben gelöst sind, kann ich die Taptic Engine vorsichtig entfernen. Jetzt, da der Weg zum Ziehen der Klebestreifen etwas freier liegt, muss ich die Laschen erstmal vornehmen. Akku trennen, dafür nehme ich mir eine Pinzette und ziehe vorsichtig an jeder Lasche. Nach und nach lösen sich die Enden, vielleicht auch mit dem Fingernagel etwas arbeiten. Hängt immer davon ab, wie gut das gerade klappt. Dann fahre ich bei der zweiten Lasche fort. Und natürlich auch bei dem dritten Klebestreifen wird die Lasche freigelegt. Jetzt kann ich einen Klebestreifen nach dem anderen ziehen. Ich halte währenddessen die ganze Zeit das Gerät und den Akku fest und ziehe mit wenig Kraft, aber immer gleichmäßig und beständig einen Klebestreifen nach dem anderen aus dem Gehäuse heraus. Die sind ziemlich lang, aber es ist alles gut machbar. Jetzt ziehe ich schon den letzten Klebestreifen. Und dabei ist besonders wichtig, den Akku festzuhalten, sonst fliegt er eventuell aus dem Gerät heraus. Jetzt kann ich den Akku einfach herausnehmen. Ich habe jetzt hier den neuen Akku samt Klebestreifen, denn vor dem Einbau muss der Akku ja vorbereitet werden. Die neuen Klebestreifen müssen nämlich angebracht werden und diese klebt man auf die Unterseite. Die blaue Schutzfolie muss hier von den Klebestreifen entfernt werden. Und dann kann man den Klebestreifen auch schon ansetzen, so dass die Laschen am Ende wieder umgeklappt werden können. Natürlich müssen die Klebestreifen auch mittig auf dem Akku sitzen und dürfen nicht überstehen. So, alles schön andrücken, dann den Akku wieder umdrehen und die 3 Klebeflächen der Laschen freilegen. Auch hier wieder eine kleine blaue Folie, die man einfach abziehen kann und danach einfach das Ganze so umklappen und andrücken. Jetzt ist der Akku vorbereitet und die rote Schutzfolie kann auch entfernt werden. Jetzt, da der Akku vorbereitet ist, kann ich diesen wieder ins Gehäuse einsetzen und als Hilfe nehme ich mir den Akkukontakt bzw. hier den Anschlag im Gerät und setze den Akku halt einmal schräg an, kann ihn dann noch ein bisschen positionieren, lasse ihn eigentlich sanft hinabgleiten und sobald der Akkukontakt hier über dem Anschluss im Logic Board liegt, weiß ich, der Akku ist ordentlich positioniert. Ich setze jetzt die Taptic Engine wieder ein. Diese hat hier zwischen den beiden Schraubenöffnungen eine Öffnung für eine Nase, die mir bei der Positionierung ein bisschen hilft. Einfach so reinlegen, dass alle 3 Schrauben durchgeführt werden können. Als nächstes sichere ich die Taptic Engine mit den 3 Schrauben. Danach schließe ich die Taptic Engine wieder an den Lightning Connector an. Ich setze jetzt das schwarze Kunststoffteil wieder ein. Das muss auf jeden Fall hier auf der Seite leicht angeklebt und angedrückt werden. Da ist so ein Schaum dran. Danach kann ich die beiden Phillips-Schrauben benutzen, um das Ganze zu fixieren. Ich will jetzt das Display wieder anbringen und beginne dafür mit dem Anschluss für Frontkamera und Hörmuschel. Ich setze das Display erst hochkant an und nehme das Anschlusskabel zwischen die Finger und drücke den Kontakt dann in die Buchse am Logic Board. Danach bringe ich das Display wieder in die ursprüngliche seitliche Position und lege dieses auf der rechten Kante des Gehäuses ab. Anschließend werden alle Kontakte wieder mit den Schutzblechen fixiert. Ich beginne mit dem linken Anschluss. In diesem Schritt schließe ich Home-Button und Display-Kabel an. Alle Konnektoren müssen auf jeden Fall mit einem kleinen Klickgeräusch einrasten, ansonsten diese nochmal lösen und noch einmal ansetzen. Sind alle Anschlüsse richtig verbunden, kann ich als allerletztes die Verbindung zum Akku wiederherstellen.
Danach fahre ich mit dem zweiten Abdeckblech fort. In diesem Schritt kann ich jetzt das Display wieder zuklappen und zuallererst hake ich die beiden Nasen an der Oberseite des Displays wieder in das Gehäuse ein. Ich muss also das Display mit einer kleinen Linksbewegung einhaken und danach kann ich es ganz flächig herunterdrücken, damit alle Nasen im Gehäuse einrasten und das Gerät ordentlich verschließt. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du an einer Stelle doch nicht weiterkommst, kontaktiere mich über die Kommentarfunktion oder auf idoc.eu. Ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du viele Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir die Videos an oder besuche uns auf Facebook. Wenn du kein neues Video verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.